So, Endspurt vor dem Mittagessen. Jetzt geht es also um ein weiteres Modell, Betrachtungsmodell, das mir hilft, immer wieder in die Gespräche mit Kindern und Jugendlichen zu kommen. Aber bevor ich das mache, damit auch die anderen auch Zeit haben, so reinzukommen, lese ich euch wieder eine Geschichte vor. Mit welcher fange ich an? Und zwar habe ich hier ein Buch geschrieben, das Reich Gottes ist wie ein Tiefseeanglerfisch. Neue Gleichnisse. Also ich habe mal versucht, neue Gleichnisse zu schreiben, wie das Reich Gottes so ist, mit Sachen, die uns heute so begegnen und die wir heute so kennen, damit Jugendliche, Erwachsene einfach neu über das Reich Gottes miteinander ins Gespräch kommen können. Und ich lese euch das 11. Gleichnis vor. Mit was wollen wir das Reich Gottes heute vergleichen? Das Reich Gottes ist die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht. Das passiert da, wo wir leben. Es ist mitten unter uns und will von dir entdeckt werden. Wenn du wissen willst, wie es ist, dann denk doch zum Beispiel mal an den jungen Mann, auf dessen Beerdigung so wenige Menschen kamen, weil sie keine Zeit dafür in ihren Terminkalendern fanden. Der junge Mann hatte sein Leben ganz der Suche nach dem Übernatürlichen hingegeben. Er zog von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Religion zu Religion und entwickelte sich zu einer anerkannten Koryphäe, wenn es um die Echtheit religiöser Erfahrungen ging. Immer wieder spürte er ein zartes Ziehen in seinen Gedärmen, wenn er in der Nähe einer neuen spirituellen Erfahrung gekommen war. Aber der hartnäckig wiederkehrende Hunger nach der nächsten Erfahrung zeigte ihm auch den noch vor ihm liegenden Weg. Als er Gott schließlich gefunden hatte, war er so glücklich, dass sein Herz bei jedem Dienst, den er für seinen Gott tat, vor inniger Lust geradezu brannte. Er empfand diesen verzehrenden Schauer als so sättigend, dass er immer mehr davon haben wollte. In der neuen Gemeinschaft der Gleichgesinnten übernahm er darum immer mehr Aufgaben. Auch hier wurde er mit jeder Erfahrung und jedem Dienst immer erfolgreicher. Als man ihn eines Tages dazu überreden konnte, einmal Urlaub zu machen, wusste der junge Mann zunächst gar nicht mehr, wie er seine Zeit füllen sollte. Er sah die wundervolle Fauna und Flora und wusste, dass sie von Gott geschaffen war. Er sah, roch und schmeckte die erlesenen Speisen, die man ihm kredenzte und wusste, dass auch sie von seinem Gott kamen. Aber nichts von alledem konnte sein Herz in der Weise zum Brennen bringen, wie eine Aktion für seinen Gott. Darüber wurde der junge Mann ganz unruhig und traurig. Ein paar Tage später wurde er an seinem paradiesischen Urlaubsort sehr krank und es gab keine Medizin, die ihm helfen konnte. Er hatte das Gefühl, ganz von Gott verlassen zu sein, bis er schließlich, als er schon auf dem Sterbebett lag, das brennende Gefühl der Gegenwart Gottes wieder spürte. Die Luft in seinem Krankenzimmer schien für einen kurzen Moment zu schillern, dann entstand vor seinen Augen so etwas wie ein Dimensionsriss und er sah Gott. Der junge Mann spürte wieder das zarte Ziehen in seinen Gedärmen, das er früher immer in der Nähe von neuen spirituellen Erfahrungen gespürt hatte und freute sich schon auf neue Aktionen für Gott. Aber Gott lächelte, breitete die Arme aus und sagte zu ihm, mein lieber Sohn, komm zu mir. Moment mal Gott, unterbrach ihn da der junge Mann. Der ahnte, worauf das alles hinauslaufen würde. Ich habe so viele Dinge für dich getan und gerade jetzt gibt es auch wieder so viel zu tun. Nur damit ich das alles zu deiner Zufriedenheit hinbekomme, habe ich diesem Urlaub überhaupt zugestimmt. Und jetzt willst du mich hier sterben lassen? Wer wird dein Reich weiter aufbauen, wenn ich nicht mehr da bin? Und Gott lächelte weiter, nahm sich die Zeit zuzuhören und raunte seinen besorgten Engeln, die den Thron umflatterten, kurz zu, der Himmel kann warten, meine Lieben. Mein Freund hier nicht. Als der junge Mann all seinen Ärger rausgelassen hatte und sein Herz wieder leer war, nahm Gott ihn in die Arme und füllte eine große Flasche Herzbrand in seine Seele. Ja, es ist wahr, es gibt viel zu tun und ich will die ganze Welt gewinnen, sagte er zu dem jungen Mann. Aber niemals auf Kosten deiner Seele. Vor allem anderen will ich Zeit mit dir verbringen und dich glücklich machen. Und dann gingen die beiden, Gott und der junge Mann,
Hand in Hand der Ewigkeit entgegen. Und man konnte kaum sagen, wessen Herz mit jedem Schritt mehr vor Freude hüpfte. So ist das Reich Gottes auch. Und es ist noch ganz anders. Aber davon erzähle ich ein anderes Mal. Und so enden dann die Geschichten immer. Und danach sind dann immer so ein paar Fragen zum Weiterdenken, damit man sich in Hauskreisen und anderen Gesprächskreisen auch darüber unterhalten kann. Ja, Gleichnisse, das Reich Gottes ist wie ein Tiefseeanglerfisch. Und wer neugierig ist, kann gerne das Kapitel nachher da mal aufschlagen und reingucken, wie Tiefseeanglerfische so sind. Jetzt aber wollen wir nochmal über die fünf Grundgefühle des Menschen sprechen, was ein Betrachtungsmodell ist, wie Menschen reagieren, wie Menschen sind, was sie so empfinden und wie man mit ihnen darüber ins Gespräch kommen kann. Denn wir versuchen zwar immer wieder, den Kindern und Jugendlichen neue Bilder von Gott weiterzugeben und so weiter und sie irgendwie auf dem Lebensweg zu begleiten, aber ganz oft wollen die das nicht oder honorieren das nicht so und gehen ja eher so rabiat mit uns um. Und dafür gibt es dann dieses Betrachtungsmodell. Ich habe so eine nette Geschichte erlebt, da hatte ich so einen Klienten, der kam immer zu mir in die Praxis und der war am Anfang immer ganz grantig und unwirsch zu mir, obwohl wir uns am Ende von der Sitzung immer ganz nett unterhalten haben. Ja. Und eines Tages fragte er mich dann so, wissen Sie eigentlich, warum ich zu Beginn der Stunde immer so aggressiv bin? Da habe ich gesagt, nö, weiß ich nicht, aber Sie werden es mir sicherlich gleich erzählen. Und dann sagte er, ich muss mich von Ihrer positiven Ausstrahlung abgrenzen. Ha, sagte er, hier in der Sitzung, da ist das alles gut, da tut mir das auch gut, aber wenn ich zu Hause bin, dann sind Sie ja nicht mehr da. Und dann muss ich ganz alleine damit zurechtkommen. Deswegen will ich mich nicht einfach mitreißen lassen, sondern muss mich erstmal abgrenzen, damit ich bei mir bleiben kann. Und da wurde mir dann so klar, ja, dass es einfach wichtig ist, für manche Menschen, sich auch abzugrenzen, um irgendwie auf einem Level zu bleiben, mit dem sie auch zurechtkommen. Und dass der gar nicht mir böse war oder dass der gar nicht mich gemeint hat, sondern dass der sich selber gemeint hat und mit sich selber irgendwie umgehen können wollte. Ja. Und deswegen brauchen wir ein Instrumentarium, mit dem es uns gelingt, uns von solchen Dingen irgendwie nicht verletzen zu lassen und dahinter zu schauen und zu verstehen, was da eigentlich los ist. Und dabei hilft mir persönlich immer wieder die Sichtweise der positiven Psychotherapie von Nosrat Pezeshkian, auf deren Grundlage ich ausgebildet worden bin. Und das Wort positiv hat in diesem Zusammenhang nichts mit den Begriffen positives Denken zu tun oder Ähnlichem. Es hat auch nichts mit der berühmt-berüchtigten rosa Brille zu tun, sondern das Wort positiv leitet sich hier von dem lateinischen positum ab. Und das heißt, das Gegebene, das, was tatsächlich da ist, das, was auch noch da ist. Die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sind also nach diesem Begriff Positum nicht einfach nur aggressiv oder nur respektlos oder nur verrückt, sondern sie sind noch viel mehr. Und wenn es mir gelingt, mich davon nicht abschrecken zu lassen, sondern dahinter zu schauen, dann kann ich auch mit ihnen gut ins Gespräch kommen. Ich nehme also sozusagen die zweite Seite der Medaille in den Blick, indem ich mich von diesem Ursprungsverhalten erstmal abgrenze, mal einen Schritt innerlich zurücktrete, um das ganze Bild sehen zu können. Und ich habe dann die alte Volksweisheit im Kopf, dass Vorwürfe nur missglückliche Wünsche sind. Und die Grundannahme der positiven Psychotherapie, die da heißt, kein Mensch tut etwas ohne Grund. Kein Mensch tut etwas ohne Grund. Es gibt immer einen auslösenden Grund. Der muss nicht richtig sein, der muss nicht berechtigt sein, aber es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch irgendetwas tut. Und den gilt es herauszufinden. So, und nicht immer erzählen uns die Kinder aber, wie in meinem Fall bei den Klienten, warum sie in der Weise reagieren, die uns vielleicht verletzen. Darum brauchen wir ein Betrachtungsmodell, um die Äußerungen der Jugendlichen einordnen zu können. Und das finden wir eben in diesen fünf Grundgefühlen. Sehnsucht, also da muss ich ja weitermachen. Ja, das sind die fünf Grundgefühle aller Menschen. Sehnsucht,
Angst, Aggression, Trauer und Freude. Und das ist ein Betrachtungsmodell, das ist 1989 entwickelt worden von ein paar Psychologen, Machlai, Gutjahr und Müggen. Die haben dieses Konzept entwickelt, indem sie einerseits Beobachtungen angestellt haben bei Menschen, andererseits so richtig mit EEGs gearbeitet haben und geguckt haben, wann sind besondere Gefühle, die bei den Menschen auftauchen. So, erstes Grundgefühl. Wir alle kommen mit einer Sehnsucht auf die Welt. Das heißt, wir alle wollen etwas von der Welt. Irgendetwas, Bestätigung, Sättigung. Wir haben von Anfang an einen Lebenshunger in uns. Augustinus drückt das so aus, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, oh mein Gott. Wir sind auf der Suche. Wir merken, da ist zu wenig in uns drin. Wir brauchen etwas, was uns erfüllt. Und in unseren Sehnsüchten, da steckt unsere Motivation, da steckt unsere Intention drin, etwas überhaupt zu tun. Die Sehnsucht ist der Ausgangspunkt für unser Lernen, für unsere Entwicklung von Fähigkeiten, von Kreativität. Und es gibt ohne Intention, ohne Sehnsucht, gibt es keinen Anfang. Die Sehnsucht ist die bedeutendste motivierende Struktur für die Entwicklung des Menschen in Beruf und Liebe und für die Bewältigung seiner alltäglichen Aufgaben. Es ist ein Gefühl der erwartungsvollen Leere in uns, das auf Erfüllung abzielt. Wir haben den Wunsch nach Öffnung, nach Erweiterung, nach Ausdehnung unseres Erfahrungsbereichs, Wissensdurst, Erlebnishunger, Abenteuerlust. Das sind alles so Begriffe, die diese hungrige Erwartung der Sehnsucht in uns zum Ausdruck bringen. Und letztlich sehnen wir uns in all den unterschiedlichen Sehnsüchten, die wir in uns so entwickeln können, nach der Wiederherstellung des Urvertrauens, nach Heilung, nach Sinn und Ausfüllung allen Mangels. Das ist das grundlegendste Grundgefühl aller Menschen und auch aller Kinder und Jugendlichen, die auf unseren Camps oder in unseren Jugendarbeiten sind. Sehr schnell lernen wir dann aber in unserem Leben, dass unsere Sehnsüchte nicht immer erfüllt werden. Weil die Mutter uns nicht hört, weil sie uns nicht stillt, weil sie gerade irgendwo anders ist. Und um mit der unerfüllten Sehnsucht umgehen zu können und nicht ausschließlich von der Unerfülltheit der Sehnsucht beherrscht zu werden, entwickeln wir ein zweites Grundgefühl. Und das ist die Angst. Angstgefühle kennen wir als Aufgeregtheit, als Besorgnis, als Beengung. Angstgefühle können sich steigern, im negativen Fall von Schreck, Entsetzen bis hin zur Panik. Wir fühlen Ungewissheit, Unsicherheit, Bedrohung. Wir erleben so eine innere Spannung, die uns zunehmend handlungsunfähig machen kann. Angst kann uns wie gebannt erstarren lassen oder im Gegenteil zu extremer Beschleunigung körperlicher oder gedanklicher Abläufe führen, also wenn wir ganz schnell wegrennen vor Angst. Die Angst drängt die Sehnsucht zurück und bringt sie in einen gesellschaftlich kompatiblen Wartemodus. Und deswegen nennt man die Angst auch ganz oft Höflichkeit. Wenn du irgendwo auf einer offiziellen Veranstaltung bist und du hast Lust, eine Sehnsucht danach auf dem Tisch zu tanzen, weil es dir gerade so gut geht, dann machst du das nicht, weil alle sagen, das ist höflich, das macht man halt nicht. Aber eigentlich ist es nur die Angst, nicht geliebt zu werden. Also hüpfst du nicht auf den Tisch, sondern bleibst unten und die Sehnsucht bleibt unerfüllt. Damit du damit aber umgehen kannst, mit diesem unerfüllten Status, hast du das Gefühl eben Höflichkeit oder Angst, ein Gefühl, das dir hilft, damit umzugehen, dass deine ursprüngliche Sehnsucht nicht erfüllt worden ist. Die ist aber immer noch da. Die schlummert ja immer noch in uns unerfüllt, die Sehnsucht, die in uns drin ist. Also brauchen wir jetzt eine Energie, die größer ist als die Angst und die uns hilft, die Angst zu überwinden, um wieder an unsere verdrängten Sehnsüchte anzudocken. Und diese Energie, diese Lebensenergie, ist die Aggression. Die Aggression ist eine gute Kraft Gottes. Muss man auch mal so sehen. Aggression ist eine gute Kraft Gottes. Das lateinische Wort agredi heißt an etwas herangehen, etwas in Angriff nehmen, etwas anpacken.
Und aufs Ganze gesehen sind nur ca. 10% aller Aggressionen das, was wir als negativ empfinden. Wenn es so ungeströmt, ungelenkt verströmt wird, ja, und da wird jeder angeschrien, der dir in den Weg kommt, der Hund wird getreten und alles Mögliche, und es bringt weder dir noch irgendwas, ja, sind aufs Ganze gesehen nur 10% der Aggression. Denn wenn zum Beispiel morgens der Wecker klingelt und mein Körper eigentlich noch schlafen möchte, ich mich aber überwinde aufzustehen, weil mich danach verlangt, euch dieses Modell zu erklären heute Morgen, dann habe ich heute Morgen schon Aggression eingesetzt. Aggression ist ein objektgerichteter Handlungsimpuls, einen Schmerz, eine Frustration zu überwinden. Es ist dieses Gefühl, diese Kraft, diese Energie in mir, mit der ich Dinge überwinde und etwas angehe. Und man dreht und windet sich dann zwar, ja, man kämpft so einen inneren Kampf, man ringt mit sich selber, aber schlussendlich geht es auf die Handlungsebene und du tust etwas, um deine Angst zu überwinden und an deine ursprüngliche Sehnsucht wieder ranzukommen. Da, wo es keine Aggression gibt, da geschieht nichts. Da ist kein Leben, da geschieht nichts Neues. Die Frage ist also, wie können wir mit der Aggression umgehen? Und die meisten Jugendlichen, die uns begegnen, haben nicht gelernt, mit Aggression umzugehen. So wenig wie wir es oft auch. Die haben nur gesagt, Aggression ist schlecht. Nein, ungelenkte Aggression ist schlecht. Also wenn du einfach nur sauer bist und merkst, jeder kommen und kann dir sagen, darf ich dir ein Eis schenken? Und du sagst, geh mir fort mit deinem Eis. Ich will jetzt kein Eis. Ja? Das ist, und du weißt selbst gar nicht, was mit dir geschieht und was mit dir los ist. Das ist schlecht, das hilft auch niemandem, das verletzt die anderen, das verletzt dich selber, das bringt dich auch nicht an deine Sehnsucht ran. Also müssen wir die Jugendlichen lehren, ihre Aggression, ihre Energie zu kanalisieren und auf ihre Sehnsucht zu richten. Dazu müssen wir aber erstmal in den Blick nehmen, was ihre Sehnsucht denn eigentlich ist. Das heißt, ein Jugendlicher, der zu mir im Trainingsraum kommt und mit den Stühlen um sich wirft oder so, mit dem, abgesehen davon, ich lasse ihn erstmal rumwerfen und lasse ihn erstmal zur Ruhe kommen. Und dann muss ich mit ihm sprechen darüber, was ist eigentlich deine Angst, die dahinter steht? Und was ist deine Sehnsucht, die dahinter steht? Und dann sagen die immer, nein, gar nichts. Und so. Und dann sagst du, doch, wovor hast du eigentlich so Angst? Und dann kennst du ihn schon, dann kannst du vielleicht ein paar Dinge thematisieren, von denen du denkst, dass sie ihm Angst machen könnten. Und dann überlegst du halt weiter, was ist deine Sehnsucht dahinter? Und versuchst, da ranzukommen. Und du wirst merken, mit der Zeit wird er immer ruhiger, weil er merkt, dass du ihn ernst nimmst und dass du ihn verstehst. Und dass du genau das im Blick nimmst, was ihm eigentlich fehlt. Und dann sagst du, und jetzt versuchen wir, mit deine ganze Energie zu bündeln. Ich will nicht, dass du ruhig bist. Ich will nicht, dass du angepasst bist. Ich will deine Wildheit, deine ganze Wildheit, die will ich jetzt. Und dann gucken wir, auf welchen Punkt wir die richten müssen, damit du an deine Sehnsucht rankommst, an das, was du eigentlich haben willst. Und dann versuchen wir mit ihm das in den Blick zu nehmen. Und da kommt es dann, diese drei Dinge, die laufen alle so in uns drinnen ab. Und dann kommen wir an das vierte Grundgefühl und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Denn jetzt geht es auf die Handlungsebene, also nach draußen. Und da ist das vierte Grundgefühl die Trauer. Zunächst mal müssen wir nämlich mit ihnen darüber sprechen, dass das, was sie so tun und alle möglichen Leute anschreien, Sachen kaputt machen oder was weiß ich, ja, sprayen, dass das nicht zur Erfüllung ihrer Sehnsucht führt. Und dass sie von diesen Verhaltensweisen Abstand nehmen müssen. Und das tut weh. Das ist ein Abschied, das ist ein Trauergefühl. Man hat sich ja erstmal eingerichtet, so ein wilder Max zu sein. Ja. Jeder kennt einen so. Jetzt sollst du irgendwie plötzlich anders werden. Ja, das ist mit Angstgefühlen besetzt, also mit Trauergefühlen, mit schmerzlichen Gefühlen. Und da müssen wir sie auch an der Hand nehmen und durchgeleiten und sagen, so komm, guck mal, wir haben jetzt rausgekriegt, wo du eigentlich hin willst. Und wir brauchen deine ganze Energie dafür. Aber das, was du bisher gemacht hast, davon musst du erstmal Abstand nehmen, weil das dich ja nicht an dein Ziel geführt hat, oder? Und das wissen die meisten auch, dass sie das nicht an ihr Ziel geführt hat. Und so müssen sie also mit diesem Verlustgefühl, ja, umgehen lernen. Ein Verlustgefühl, das sie natürlich kennen, ja,
Das erste Verlustgefühl, das sie empfinden, ist bei der Geburt. Sie verlassen den warmen, sicheren Raum, werden plötzlich in so eine kalte Welt reingeworfen, werden hochgeworfen, damit sie erschrecken und lauter so Dinge. Also ist ja schon mal ein mieser Anfang des Lebens. Alles kalt und erschrocken werden und so. Aber dann eben geht es ja immer weiter, die Erfahrung, die ich vorhin genannt habe, ja, man kriegt eben nicht immer alles rund um die Uhr, was man sofort haben will. Und dann der Verlust des Vaters, was wir ja ganz oft haben. Und weiß gar nicht, wie das ist. Ist es überwiegend der Verlust des Vaters oder gibt es auch viele? Gibt schon, ja. Also das sind alles Verlusterfahrungen, die sie ja schon haben. So, und jetzt führen wir sie in so eine Verlusterfahrung rein. Das ist ja blöd, das will ich doch nicht erleben. Wir müssen also praktisch schon mal vorher mit ihnen darüber geredet haben, das ist deine Sehnsucht, da wollen wir hin mit deiner ganzen Energie, damit sie diese Trauer, dieses Abschiednehmen von Verhaltensweisen, die sie nicht an ihr Ziel führen, damit sie das auch überstehen können. Und ich erinnere mich gerade an die Bibelstelle in Hebräer 12, wo es heißt, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen all das erlitten hat, was er am Kreuz erlitten hat. Bei Jesus war es auch so, dass er den Schmerz, die Trauer, den Verlust, er hat es überwunden oder durchgestanden im Hinblick auf die vor ihm liegende Freude. Oder bei Stephanus sehen wir das auch. Stephanus wird gesteinigt und in dem Moment, wo die Steine auf seinen Körper fliegen, sieht er den Himmel offen stehen. Das ist also so ein kleiner Dimensionsriss. Ja? Und plötzlich sieht er so diese himmlische Szene vor sich. Wer war schon mal in Colmar? Im Museum unter Linden, hat den Isenheimer Altar gesehen. Müsst ihr unbedingt mal machen. Ja. Ist ganz toll. Und da gibt es nämlich eine Szene, da wird auch der Hieronymus unten von Dämonen geplagt und angegriffen. Und man sieht links oben auf dem Bild, so ganz schwach, aber wenn man genau hinguckt, sieht man es, ist auch so ein Dimensionsriss. Der Himmel ist plötzlich aufgerissen und da sitzt Gott Vater mit seinem himmlischen Hofstaat und der Himmel ist offen und er sieht genau dahin und zwischen den beiden sieht man den Erzengel Michael mit dem Drachen kämpfen. Also die haben mit den, also ich gerade schon ins Schwärmen, Isenheimer Altar ganz toll, wie man mit Bildern, mit Kunst die Botschaft des Evangeliums verbreitet. Und die haben damals haben die sogar Kranke geheilt. Die hatten eine Pestepidemie und die haben ganz viele Erkrankte vor diesen Altar gelegt und haben sie dort tagelang liegen lassen. Und zunächst mal hat man ihnen den leidenden Christus gezeigt, der grüne Christus, der überall so Geschwüre hat. Und sie haben, das ist genau wie so ein Pestkranker aussieht, sie konnten sich identifizieren. Jesus hat dasselbe getan wie ich, wie der Bilder. Der hat meine Schmerzen getragen. Und dann haben sie eben diese anderen Bilder gesehen und dann zum Schluss wird dann der Altar so geöffnet und man sieht einen auferstandenen Christus in so einem Lichtschein. Ja, und sie werden geprägt von dieser Auferstehungskraft von Jesus. Also, Colmar und Museum unter den Linden, ja, ist wirklich ein guter Ort. Wo war ich? Trauer. Und auch die Jugendlichen brauchen also eine vor ihnen liegende Freude, um mit dieser Trauer zurechtzukommen. Und um mit dem fünften Grundgefühl, mit der Freude in die Zukunft zu gehen, also mit dem Gefühl des Sieges, des Erfolgs, des Stolzes, ein Gefühl, das sich einstellt bei der Erreichung eines Zieles, ein Gefühl des Erfülltseins. Ja. Und Freude trägt eben auch dazu bei, dass wir uns mit anderen Menschen zusammengehörig fühlen. Freude bewirkt wieder neue Freude, breitet sich aus, steckt andere an. Ja, und ist verwandt mit Gefühlen wie Vertrauen, Selbstwertgefühl, Ganzsein, Vollendung. In der Freude steckt auch dieses Bewusstsein, akzeptiert und geliebt zu werden. Und als Erfüllungsgefühl, es ist halt das Gefühl der Erfüllung, der Vollendung. Also mit diesem fünften Grundgefühl docke ich an meine Sehnsucht wieder an und habe auch dieses Empfinden, ja, ich bin da, ich bin angekommen. Und egal, ob es jetzt um Vaterbilder geht oder um andere Verhaltensweisen, was auch immer, ich merke in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass dieses Modell, das ich so im Hinterkopf dann immer mit mir trage, wenn ich sie
Betrachtung mit Ihnen reden, dass mir das schon oft sehr geholfen hat, Sie zu verstehen und mit Ihnen auch einen gangbaren Weg in die Zukunft zu gehen. Oh, das war es ja eigentlich schon. Wahnsinn. Ja, also das war dieses Modell, das ich euch gerne vorstellen wollte in diesem zweiten Teil. Da gibt es aber bestimmt Fragen, die euch da jetzt kommen. Könntest du vielleicht die Freude noch ein bisschen mehr ausmalen? Weil Sehnsucht, Angst, Aggression war jetzt sehr füllig. Ja. Ja, also Freude, ne? Lachen zum Beispiel, ne? Dass wir beide lachen jetzt, ja, weil du gesagt hast, das ist mir noch zu wenig, ja, ich will gerne noch ein bisschen mehr hören. Ja. Wir lachen beide, andere lachen mit und schon haben wir das Gefühl, ja, wir sind jetzt schon auf einem guten Weg, der wird uns bestimmt jetzt gleich noch was dazu sagen. Freude sind also Dinge, wo wir bewusst auch Dinge feiern, wo wir mit den Jugendlichen zum Beispiel auch so, wenn wir mit ihnen sowas gesprochen haben und die haben irgendeinen Erfolg, die haben irgendetwas getan, wo wir mit ihnen gesprochen haben und das ist ihnen gelungen. Wo wir sagen, so, und jetzt machen wir ein Fest. Das feiern wir. Wir laden deine Freunde ein. Wir trinken Limonade, essen Kuchen, ja, wir blasen Luftschlangen auf. Wir feiern das richtig, weil du das geschafft hast, eine Kaffeetasse in die Spülmaschine zu stellen. Ja, wir dürfen es nicht so schwer machen. Wir dürfen nicht immer nur sagen, boah, wenn du dein Abi geschafft hast, dann gibst du vielleicht mal eine kleine Feier. Nein, jeder Schritt, der erfolgreich vollzogen wird, muss gefeiert werden. Man muss jetzt nicht hier 100 Leute einladen. Ja? Aber warum nicht mit zwei Freunden, die er einladen darf, zusammen das feiern und bewusst anzugehen, damit man das auch mit anderen teilen kann und sagen, guck mal, ich konnte es erst nicht, jetzt kann ich es. Und das macht Spaß. Wenn er das nur für sich alleine kann, macht es auch Spaß, aber viel weniger, als wenn man bei anderen auch mal damit angeben kann. Also wenn man anderen auch mal sagen kann, hey, ich bin der Allergrößte, ich habe meine Tasse in die Spülmaschine gestellt. Ich nehme das bewusst, ne, damit wir eben auch sagen, auch so kleine Dinge sind wichtig, gefeiert und befreut zu werden. Und bei Jugendlichen ist es ja sowieso so, Kinder und Jugendliche, deren Gehirne sind ja im Umbau, habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gehört. Und das Belohnungssystem, die Dopaminrezeptoren, sind auf 30% runtergefahren. Das heißt, wir sagen ja immer, wie heißt das, nicht gestraft ist gelobt genug, ja, oder für so eine kleine Tasse in der Spülmaschine, da sollen wir nicht gelobt werden, weil das normal ist, das macht ja jeder. Aber der Jugendliche braucht einfach viel mehr, um es überhaupt akzeptieren zu können. Also, ein Beispiel. Wenn du von einer 50 Meter hohen Klippe runterspringst, kriegst du einen ordentlichen Adrenalinschub und sagst, yeah. Der Jugendliche muss, damit er nur denselben Kick verspüren kann, den du verspürt hast, von einer 100 Meter hohen Klippe springen. Er braucht immer mehr. Deswegen machen Jugendliche S-Bahn-Surfen und was weiß ich für verrückte Sachen. Sie brauchen mehr. Und wenn er eine Tasse in die Spülmaschine gestellt hat, dann musst du es 5-mal lobend erwähnen, damit er es einmal hört. Also wenn ich da mal ergänzt dazu sagen darf, als Beispiel nur, wenn wir Bastelarbeiten machen und da ist zum Beispiel ein Junge, der sagt, nee, das kann ich nicht, habe ich keinen Bock und so weiter. Und dann gibst du Mühe und machst und zeigst ihm das und dann kriegt er tatsächlich etwas fertig. Das sieht zwar uns beschissen aus, aber ich sag mal, wenn du dann sagst, oh, das ist aber gut, oh Papa, was hat diese Perle hinter dieser getan? Das wirkt ja besonders gut vom Farbenspiel. Und so wirklich auch auf das, die Kleinigkeiten eingehst, dann geht er auf sich heraus, dann erzählt er, also, ja, aus dem Grund, das motiviert ihn wieder. Ja. Und es muss aus einer richtigen Herzenshaltung kommen, so wie du es eben auch erzählt hast, ja, dass wir brauchen diese Herzenshaltung, dieses Wissen darum, um eben unseren ursprünglichen Gedanken, das sieht ja beschissen aus, ja, um diesen Gedanken zurückzudrängen. Ja. Es sieht beschissen aus, wenn wir an irgendwelche Superbastler denken oder an das, wie es im Buch stand oder so. Das ist aber nicht der Vergleichspunkt, sondern der Punkt ist, dass einer, der gesagt hat, ich kann es nicht, mit dir zusammen es geschafft hat. Und das ist gut. Und deswegen, um das hervorzuheben, um das zu feiern, musst du eben auf die Einzelheiten gehen, warum es die Perle nach der Perle und das ist aber cool und erzähl mal so und so. Du brauchst im Grunde auf jeden Fall Zeit, damit er dieses Gefühl empfinden kann. Und du musst 5-mal die Perle erwähnen, damit er es einmal auch checkt, dass es wirklich gut ist.
Also wird die ersten, wird am Anfang immer noch misstrauisch sein. Ja, also die ursprüngliche Reaktion wird immer sein, ja, so ganz so blöd ist jetzt auch nicht. Das sieht ja gar nicht so aus wie in einem Buch. Ja, aber es sieht viel besser aus. Es sieht ganz einzigartig aus. So ein Ding habe ich noch nie gesehen. Ja, mache ich. Wolltest du das auch machen? Ja, ich will auch was sagen. Wir haben eine Woche Zeit und das ist irgendwie begrenzt, wenn wir auf dieses Thema zu Kind eingehen und nicht zu Ende irgendwo da. Sollen wir anfangen oder besser nicht? Also, ja, du fängst an. Und wenn er kommt, nicht nächste Jahr wieder. Das stimmt, aber er hat einmal in seinem Leben das Gefühl gehabt, dass jemand ihn ernst genommen hat, auf ihn eingegangen ist. Und das ist ein Same, der wächst. Du kannst dafür beten, dass dieser Same Wurzeln schlägt und Früchte trägt. Das ist, glaube ich, wenn die Kinder nicht mehr wiederkommen, ist das unsere wichtigste Aufgabe, dass wir für sie beten. Ja. Dass wir sie im Gebet durchtragen, durch ihr Leben. Und vielleicht gewährt dir Gott sogar die Gnade, dass du ihn irgendwann mit 70 triffst und er sagt, das war der Punkt. Die Perle bei dem Ding, das ich gebastelt habe, war für mich eine Auslösung. Kam mir immer wieder im Laufe meines Lebens. Ja, das glaube ich. Ne? Ich habe irgendwann im Nachtleben in Frankfurt einmal ein Kind getroffen, der war mal bei mir in der Jungschar und ich dachte, das war die schlechteste Jungschar, die ich je gemacht habe. Die haben nie gehört, ich musste sie immer erpressen, damit sie überhaupt eine Andacht hören. Er hat gesagt, okay, ihr dürft Fußball spielen, aber nur, wenn ihr mal eine Andacht hört. Ich dachte, wie blöd ist das? Ich muss die erpressen, dass sie die Andacht hören. Ja. Und dann habe ich dem einen dort die Zahnspange aus Versehen mit Ellbogen rausgenommen. Die waren so wild und ich drehe mich um und will ihn gerade zur Ohren und zack. War Zahnspange futsch, ja. Dann bin ich mit ihm zu seinen Eltern, habe mich entschuldigt, bin mit ihm zum Ding und habe dann die Zahnspange neu machen lassen und so. Und den habe ich wieder getroffen, ja. Und dann sagt er, ey, sag mal, weißt du was, du warst der beste Jungschalter, den wir je hatten. Und ich dachte, ich habe überhaupt nichts durchgebracht. Kein geistliches Moment, nichts. Aber dass ich mit ihm dahin gegangen bin, dass ich dazu gestanden habe, ja, dass ich durchgehalten habe, das fand er, das war für ihn ein Samenkorn, wo er gedacht hat, Mensch, die Jungs, die was mit Gott zu tun haben, können doch nicht so schlecht sein. Also, kann ja der Gott vielleicht auch ganz gut sein. Ja? Auch wenn es nicht direkt zu einer Bekehrung führt. Aber das sind ja Impulse, das sind Samen, die wir in ihnen einsehen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie im Hinterkopf haben, ja? Und sagen, okay, der hält sich jetzt nicht an die Regeln, der ist irgendwie aufsässig. Ja, stimmt. Aggression. Also ich kann jetzt keine Therapie mit ihm machen, aber ich weiß, ich muss ihn jetzt nicht knechten oder brechen, dass er sich unbedingt an die Regeln hält, sondern ich kann ihn erstmal verstehen und sagen, okay, dahinter steckt irgendeine Angst. Und der Angst begegne ich mit Vertrauen, dass ich ihn umarme oder mich mit ihm unterhalte. Und ihr habt einen guten Schnitt, weil, wie habe ich das gestern gehört, 27 Mitarbeiter und 25 Kinder oder wie war das? So, passt. Ja. Das ist doch ein super Schnitt, da können wir eine Woche lang tolle arbeiten. Ja. Samen reinlehnen ohne Ende. Und das fröhlich, mit fröhlichem Herzen tun. Nicht sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder auf dieser Freizeit sein, die blöden Akkros, ja, die gehen ja echt aus dem Geist, ja, Mann und so. Sondern sagen, ah, guck mal da, ich habe schon wieder so ein paar unerfüllte Sehnsüchte da. Okay. Herr Jesus, jetzt lass mal fließen. Ihr wisst ja von eurem Leibe, ne? Hier aus dem Gedärm. Also Darm, das ist das Witzige. Also von unserem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da steht das Kolion im Griechischen. Das sind unsere Gedärme. Also aus dem Darm. Man merkt ja, wenn es einem so gut geht, dann kommt es auch von hier irgendwie so, dass man sich so fühlt. Ne? Oh. Und aus dem Gedärm fließen also Ströme lebendigen Wassers. Die erreichen unweigerlich jeden, der mit mir zu tun hat. Ich muss mir das einfach nur bewusst machen. Alle Kinder, die auch in die Freizeit sind, die werden. Wer kennt die Glücksbärchis? Ja, die schießen auch mal so Strahlen da raus. Ja. So seid ihr auch, ihr seid so Glücksbärchis, die einfach so Segenstrahlen rausschicken. Und das führt zu einem guten Ergebnis bei den Kindern, zu Freude, was die Motivation ist, ja, Dinge wirklich auch vollenden zu können, umsetzen zu können. So, jetzt kommen wir aber zur Welt gerichtet, auf das Ich gerichtet. Da geht es einfach darum,
Die Sehnsucht richtest du nicht auf dich, sondern auf andere, auf die Welt, auf deine Umwelt. Du willst von deiner Mutter was haben, von den Leuten um dich herum. Du willst Sonnenschein haben, was weiß ich. Also du willst immer, Sehnsucht richtet Essen sich, Essen, Sehnsucht richtet sich immer auf etwas, das außerhalb von dir liegt, weil du es ja brauchst. Du willst es ja haben. Also deswegen habe ich geschrieben, zur Welt gerichtet, also nach draußen. Und um damit umzugehen, dass sie unerfüllt ist, das richtet sich natürlich auf dich. Die Angst richtet sich auf dich, damit du in dir damit umgehen kannst, wie das ist, mit so einer unerfüllten Sehnsucht zu leben. Aggression ist wieder nach außen gerichtet, denn ich will ja wieder an meine Sehnsucht zurück. Also ist die Aggression wieder nach außen gerichtet, die Trauer wieder nach innen, weil ich muss jetzt damit mit dem Schmerz umgehen, dass ich eine Handlungsweise verlasse, Abstand nehme davon, und die Freude wieder nach außen. Ich richte mich nach außen, ich teile das mit anderen, ich freue mich mit denen, ich feiere es, ja, und ich mache etwas, das zum Erfolg führt. Die Freude kann auch nach innen sein, oder? Natürlich, jetzt von dem Gefühl Freude, das fühle ich natürlich innen, das ist klar. Ja. Aber Freude jetzt in diesem Sinne, dass ich als Grundgefühl etwas schaffe, etwas in Angriff nehme, etwas mit anderen teile. Ja. So ist das gemeint. Natürlich, Aggression spüre ich ja auch in mir drinnen. Ja. Also all das spüre ich ja in mir auch. Es geht nur um diesen Richtungsimpuls, worauf es hinführt. Ne? Und außerdem ist auch noch dazu zum Beispiel Aggression, wenn du die Aggression nicht nach außen richtest, um etwas zu überwinden, sondern nach innen, die Autoaggression, dann ist es natürlich ganz schlecht, weil das die verkehrte Richtung ist. Also dann kommt es zu selbstverletzendem Verhalten, dem Ritzen, zu Essstörungen, ich will mich weniger machen, ich will einfach verschwinden oder was es da alles gibt. Ne? Depressionen, ja, es ist alles immer nach innen gerichtete Aggression, falsche Richtung. Appelliert ja auch an die anderen, ne? Oder zumindest die anderen ziehen sich oft den Schuh an. Ziehen sich den Schuh an? Wo haben wir da was so versagt? Was können wir da machen, wie sind wir da raus? Genau, das ist das Problem der anderen. Ja. Aber ich sag mal, derjenige, der sich selber ritzt, der will nicht in erster Linie andere aufmerksam machen. Es gibt einen kleinen Prozentsatz, die das machen, das ist dann so der Hilfeschrei. Ja. Aber die Scherbe, das Messer, was auch immer ansetzt, der will zunächst mal für sich selber Entlastung schaffen, weil er sich selber nicht mehr spüren kann, weil er keinen Kontakt mehr zu seinem eigenen Leben hat. Und im Schmerz spürt er plötzlich noch, dass er noch lebendig ist. Deswegen zum Beispiel, finde ich immer wieder witzig, ist eine Möglichkeit, dem Ritzen etwas entgegenzusetzen, Chilischoten. Scharfe Chilischoten essen entwickelt einen derartigen Schmerz im Hals, der vergleichbar ist mit dem Schmerz am Arm. Funktioniert nicht bei allen, aber einige haben in den Foren habe ich das schon gelesen auch, dass einige damit schon Erfolg gehabt haben mit dem Essen von Chilischoten. Auch Kampfsport, ja? Kampfsport, Boxen. Genau. Das zum Beispiel, deswegen bei Jungs findet man SVV kaum, weil sie diesen Moment, den sie brauchen, um sich lebendig zu spüren, oft in Extremsportarten gesellschaftlich kompatibel ausführen. Deswegen hat man hauptsächlich Mädchen, die sich ritzen. Aber Mädchen, die zum Beispiel den Ausweg im Kampfsport sehen, finden können, ja, die haben das dann auch nicht. Iris. Warte, mach mal kurz, ich verstehe Iris nicht. Wir haben ein Kind, das kennt, was nicht essen will. Und ja. Was macht man da? Man soll ja schon mal drauf rumreiben dann. Ne? Also, dann rebelliert es ja noch mehr. Ja. Da wiederum habt ihr Glück, dass es nur eine Woche ist. Ja. In einer Woche wird es nicht verhungern. Ja, du kannst tatsächlich, also, das Kind. Ja, also da muss man gucken, dass man irgendwie ein Minimum irgendwie versucht abzuringen, damit er eben nicht umkippt. Aber es ist viel wichtiger, mit dem Kind Vertrauen zu schenken, als dass du kannst in einer Woche seine Essstörung sowieso nicht beheben. Ja? Genauso, ich glaube, die Frage war auch, wie man mit traumatisierten Kindern umgeht. Gar nicht.
weil das können, da müssen Fachleute ran. Und das dauert lange. Da können wir in einer Woche nicht einfach mal so irgendwie so dran rumdoktern, da wird es eher schlimmer. Es fällt mir immer so schön dazu ein, dass Jesus gesagt hat, wenn du einen Menschen von Dämonen befreist, ne, und füllst sein Haus nicht, dann kommt der Dämon zurück und sagt, oh super, Haus ist aufgeräumt, ja, viel Platz, da hole ich 7 meiner Freunde und dann ziehen die 7 an, es wird schlimmer mit den Menschen. Manchmal ist es besser, einfach demjenigen Vertrauen zu schenken und nicht gleich vorschnell befreien, wenn du keine Chance für Nacharbeit hast, ja, sondern einfach mit den Menschen in Liebe und Vertrauen eine Woche guten Samen reinsäen. So, und dann beten, aber auch gucken, gibt es eine Möglichkeit mit der Familie, dass die Familie irgendwas tut oder dass das Jugendamt irgendwas tut oder dass es eine Gemeinde gibt, die irgendwas tun kann an dem Ort, wo das Kind ist. Ja. Also ich würde schon sagen, dass wir, das werdet ihr wahrscheinlich noch nicht machen, ihr lasst sie nicht eine Woche zu euch kommen und entlasst ihnen nichts, sondern dass man dann eben auch guckt, was gibt es an dem Ort für Möglichkeiten, dass dem Kind langfristig geholfen werden kann. In einer Woche ist es wichtiger, Vertrauen, Liebe, Freude reinzupumpen, ja, auch das Kind zu segnen. Ja, also das heißt ja nicht, wenn ich nicht für Befreiung oder was weiß ich bete, heißt ja nicht, dass ich gar nicht beten kann. Ich kann dem Kind Hände auflegen und ich kann sagen, ach, du bist so toll. Du bist so wunderbar gemacht, Gott hat sich das voll ausgedacht, ja. Und Jesus, komm und ströme durch das Kind jetzt hindurch, ja. Lass es ihm so richtig gut gehen. Und wer weiß, vielleicht entsteht sogar ein wenig Hunger dann in dem Kind. Und es ist während des Gebets eine Banane, was weiß ich. Ja. Besser, das wird aber eher dazu kommen, als wenn du lange mit ihm redest, dass er die Banane essen soll. Aber wo ist denn da die Grenze, dass ich jetzt sage, ich schenke dem Kind Vertrauen und ich räume das Haus auf oder so? Das ist ja so, also wenn ich halt merke, es geht dem Kind nicht gut, dann versuche ich halt mit dem zu reden und auch so halt zu zeigen, ich verstehe dich und alles, aber das ist ja halt dann, wo ist denn da die Grenze, dass man sagt, ja halt irgendwie, ich kann mit dem reden, aber ab hier muss ich dann schon das Haus aufräumen oder so. Ach so, ja, also du gehst mit dem Kind so weit, wie das Kind mit dir gehen will. Also wenn du sagst dem Kind was, das antwortet auch bereitwillig, du sagst ihm noch was, antwortet nochmal, ja, und du merkst, es bleibt alles noch auf einer ruhigen Ebene, ja, dann kannst du mit dem Kind auch sprechen. Ja. Wenn du nicht bereit bist, nach der Freizeit dich auch weiter darum zu kümmern und zu gucken, ich gucke auch nochmal mit dir weiter, was du auch weiter tun könntest, dann sollst du vielleicht gar nicht erst anfangen, dann teilst du ihm nur Essen aus oder begleitest ihn bei Spielen. Aber wenn du dich auf ein Gespräch einlässt mit Kindern auf unseren Freizeiten, dann musst du auch natürlich bereit sein, auch später nochmal weiter zu helfen, dir selber Hilfe zu holen. Ja, und zu sagen, hier, ich habe da gerade mit dem Kind gesprochen, gibt es an dem Ort was, was kann man so tun und so. Ja. Und wenn das Kind jetzt plötzlich anfängt, sich zurückzuziehen, komisch zu reagieren, in Tränen auszubrechen oder was auch immer, ja, dann würde ich erstmal so einen innerlichen Stopp machen, nicht äußerlich, nur so innerlich sagen, Vorsicht, ja, so und dann, ach Mensch, hier, ich weiß, alles nicht so einfach, ja, und lass uns zusammen einfach vor Gott treten, ja, ich weiß auch nicht immer weiter, wie das geht und so. Und dann mit dem Kind zusammen praktisch nebeneinander, nicht so Mitarbeiter-Kind, sondern nebeneinander auf einer Ebene zu unserem gemeinsamen Vater zu gehen. Ah. Ich hatte noch einen Beitrag zu der Essensfrage. Ne? Wir hatten mal auch so eine Situation, wo ein Junge gar nicht essen wollte. Und da hat sich dann zwischen den Mitarbeitern und dem Jungen so ein richtiger Machtkampf entwickelt. Und ich habe dann irgendwann mitgekriegt, dieses Kind hat ADHS und hat eben die Medikamente dafür gekriegt und die nehmen das Hungergefühl weg. Das heißt, auch das kein Geschmacksempfinden ist da und meistens auch es ist ein zeitlicher Ablauf. Es kann sein, dass es eine halbe Stunde später, abhängig von der Einnahme des Medikaments, ist dann wieder das Geschmacksempfinden da. Und also zumindest wenn der Zusammenhang ist, einfach lassen. Einfach lassen. Klar, wir motivieren die Kinder, sie sollen wenigstens ein halbes Brötchen essen oder so,
Aber wenn man auch das weiß, das ist so, lasst es einfach in Ruhe. Ja. Ja. Aber nur als Beispiel, blöd ist es, wenn so ein Machtding passiert. Ich esse nichts, du sollst aber essen. Ja. Alle anderen essen und so. Und dann hängen sich oft auch andere Kinder dran. Wir hatten auch schon die Erfahrung, dass ein paar Mädels das so geckweise oder irgendwie so, geckweise. Da ist ein Ritual draus geworden. Ne? Und dann haben sie heimlich danach das Essen geklaut. Und dann haben wir ein Jahr später, als wir da drauf gekommen sind, wir haben es leider erst gemerkt, weil sie diese Reste dann unter dem Kippen gefunden haben. Ja, Verpackungen und so. Und das Jahr später haben wir gesagt, einmal klar, ihr könnt immer zu uns kommen. Ne? Und da ist auch was. Da könnt ihr euch bedienen. Da dürft ihr nicht. Ja, vielen Dank. Die Essensthematik ist auch ein guter Punkt. Darf ich noch zu der Ja, natürlich. Eigentlich müsste das Lotte sagen. Lotte ist nämlich immer die Beterin gewesen. Und bei, wenn so echt so schwierige Kinder waren, dann ist die nachts um das Zelt, als die Kinder schliefen, dass sie also gar nicht gemerkt haben, da ist vielleicht irgendwie ein geistlicher Kampf. Und dann hat sie die Kinder gesegnet und gegen alles wunderbar gewirkt. Nacht, Schreck und tausend Sachen. Alle Träume. Super. Gut. Jetzt haben wir es. 12 Uhr, High Noon, Mittag. Nee, 12.30 Uhr. Wir haben schon 12 Uhr. Nee, aber bis 12.30 Uhr haben wir Zeit. Ja, aber, genau, ich wollte jetzt sagen, für alle könnten wir jetzt bis zum Mittagessen eine Pause einlegen und diejenigen, die gerne noch was ansprechen wollen, ich bleibe hier, ihr könnt die ganze Zeit noch mit mir reden, mich alles fragen. Ja. Der Freddy hat mich darauf aufmerksam gemacht, es tut den Menschen einfach gut, wenn er auch noch mal zur Ruhe kommt vor dem Mittagessen.